Hallo, hier bin ich, Barbara Brauer. Ich mache seit 3 Jahren Videos hier von der Stärkrader Kirmes, denn ich bin geborene Oberhausen-Stärkraderin und bin jetzt 61 Jahre. Und da habe ich gedacht, jetzt fange ich mal an mit Videos. Manche fangen an mit 6 Jahren, ich fange eben an mit 60. Naja, auf jeden Fall macht mir das sehr viel Spaß, zur Kirmes zu gehen. Fahren tue ich nicht mehr so viel wie früher. Dafür kann ich jetzt mit meiner kleinen Kamera über die Kirmes gehen und alles schön aufnehmen. Essen und Trinken tue ich natürlich auch. Meine Wohnung liegt ganz nah am Stärkrader Bahnhof. Und das Erste, was ihr auf der Kirmes seht, wenn ihr vom Stärkrader Bahnhof kommt und aussteigt, ist der Zillianplatz. Der ist sonst unter der Woche ein normaler Parkplatz. Aber wenn ihr von Leichnamskirmes kommt, dann ist hier der erste große Kirmesplatz. Ja, und da habe ich jetzt 3 Jahre die Gelegenheit gehabt, komplett den Auf- und Abbau von den Kirmesfahrgeschäften hier vor meinem Fenster zu sehen. Darum wäre ich also in der Lage, euch 90 Stunden von einer Kirmes zu übertragen. Das ist aber doch zu viel. Darum habe ich begonnen, das zu schneiden und euch das Wichtigste dann zu zeigen. Natürlich ist immer vorbeikommen das Schönste, aber es geht ja nun mal nicht. Ich fahre ab und zu zur Kirmes in Düsseldorf. Im Oktoberfest war ich noch nie und auch noch nicht im Hamburger Dom. Das wäre natürlich mal eine schöne Sache. Aber unsere Fronleichnamskirmes, die war eine Zeit lang eine der größten Kirmesse hier in Deutschland. Und es ist immer noch sehr beliebt, hier einen Platz zu bekommen. Die Schausteller haben eine große Warteliste. Und darum, ne, es ist also wirklich beliebt. Wir hatten dieses Jahr einen der berühmtesten Kirmesschausteller von Oberhausen, der ist leider verstorben, Willi Krenz. Willi Krenz war der Chef, der hat dafür gesorgt, dass wir hier alle Kirmes weiter schön genießen können. Und er hat nicht gewollt, dass wir jetzt hier weinen. Wir sollen weitermachen und soll die Kirmes weiterhin Spaß machen. Das ist ein Vermächtnis. Viel Spaß bei meinen Videos. Wie gesagt, Barbara Brauer.